Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Und zwar ab jetzt, ab heute, beginne ich mit Online-Rangkämpfen. Ich habe euch nach euren Lieblingspokémon gefragt, beziehungsweise habe insgesamt 12 haben wir von euch das Lieblingspokémon genannt. Mit mir natürlich selber. Glurak, dann habe ich Togepi, Felinara, Aquana, Evoli, Shiggy, Arcani, Rabigator, Mewtwo, Belectro, Galagladi und ein Turtok. Ich habe daraus 2 Teams gemacht und werde mit jedem Team 2 Kämpfe machen. Die Voraussetzung ist ganz klar, ich muss jedes Pokémon mindestens einmal einsetzen. Ich werde Duo-Kämpfe machen, das heißt, ich kann pro Runde 4 Pokémon und dann mit jedem Team 2 Kämpfe und bestenfalls gewinnen wir das, ne? Hier noch einmal kurz meine Ranks, wollte ich gerade sagen, aber ich habe keine Ranks. Wir fangen an bei Anfang Klasse 1 und wir gucken, wie weit es geht, ne? Doppelkampf? Nö, braucht er nicht. So, da sieht das Team mit Glurak, Rabigator, Felinara, Galagladi, Aquana und Shiggy. Wir spielen gegen den Zwirklob, Kurelei, Knackrack, Liberlo, Polaros und einem Meistergriff. Ich habe natürlich bei jedem Pokémon eigene, also auch teamtechnisch eigene Strategien mir überlegt. Ich finde aktuell in dieser Kombi gerade die Kombi Glurak-Rabigator gar nicht so geil. Pilara würde ich gerne für später aufheben. Ich glaube, wir leaden mal mit Galagladi und Shiggy. Wir nehmen Felinara noch mit. Und Glurak? Perhaps? Nehmen wir, komm. Let's go. Dann gucken wir mal jetzt, ne? Im Teufelsstadion sind wir. Und das ist meine aktuelle Trainerkarte. Wir spielen gegen Ellie Witton. Ja, guck mal, wie es läuft, ne? Garchomp und Comfy. Ja, okay. Ich hätte mit Felinara leaden sollen. Ja, Comfy war eigentlich abzusehen, wenn ehrlich ist. Also, das Kurelei. So, Nefer, Galagladi, klar, der Damage-Dealer. Ne? Wie man ganz klar sieht. Wir müssen es auf Kurelei, weil das ist der Supporter, den müssen wir weghauen. Shiggy. Ja, Plan wäre Ringkampf mit Hyrologe, zu Aquavelle ein bisschen Schaden und Schutzschild, um eine Runde nochmal gucken, was da passiert. Ich mache auch direkt Schutzschild, wir gucken mal, was kommt. Beziehungsweise Shiggy in dem Fall auch mit Rabigator. Wenn Rabigator Epi macht, Shiggy macht Schutzschild. Ja, Dynamax in der ersten Runde, okay. Aber das Knackrack, ne? Ich habe leider keinen Eisstrahl auf Shiggy. Das gerade stört mich das ein bisschen. ich hätte zwar nicht One-Shotten können, auf gar keinen Fall. Gerade nicht Dynamax. Shiggy, mach Schutzschild. Wir gucken mal, was er macht. Oh, Schwächenschutz. Oh, Rauhaut. Okay. Schwächenschutz. Ja, war klar. Okay. Er bufft sich gerade selber, indem er sich selbst angreift. Ein Dünnerwürm. Okay, das geht auf. Oh, das.
Das überlebt Galagladi nicht mehr andersweise. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell weggeknallt wird, das Galagladi. Wir gehen auf... Fuck. Eigentlich ist ja der Plan für Linara mit Gloria auch noch mit Sonntag und so. Wir gehen auf Felinara. Hauen eine Mutgewalt raus und hauen das Knackerk weg. Felinara ist... Müsste safe schneller sein als das Knackrack. Ich könnte natürlich auch einen Sternschau machen, um beide zu treffen, aber. Wir hauen auf das Gartschon. Der hat ein relativ klares, zweites Team. Ja. Das Comfy hilft einfach nur dem Gartschon. Das Einzige, was es macht. Ist schneller als das für die Nara. Ist das dein fucking Ernst? Oh mein Gott. Ja, gut. Verwirrung. Oh mein Gott. So, dass der Vorteil ist, der hat nur noch eine Runde Dynamax. Wir Giganamaxen deine Würm mit 130. Und du haust jetzt. Auf Gartschon brauche ich nicht gehen. Hier auf das Comfy, also Korallei. Ich habe nicht gedacht, dass der erste Kampf so verlaufen wird. Vor allem, wir sind ja in Unterklasse. Der spielt direkt ein krasses Team. Ja, lustig. Das ist verwirrt. Oh man, der ist schneller als... Dynawürm wird Glurak nicht töten. Was? Es hätte mich gekillt, wenn ich kein Expertengut gehabt hätte. Angriffsding ist kein Ding. Angriffsding ist kein Ding. Wir greifen speziell an. Okay, Gatsche. Das, Boy. Das überlebst du nicht. Das überlebt er doch. Was? Was, Alter? Ja, okay, der hat ihn so krass gebufft, ne? Und dann Rechthand dabei noch. Ja, wow, Alter, ich mach so wenig Schaden, ne? Ich mach gefühlt gar keinen Schaden. Alter, WTF. Okay, das ist schon gerade schon sehr belastend, ne, wenn man ehrlich ist. Also, eigentlich ist es gar schon schneller als Glurak. An sich spielt es keine Rolle. Oh Gott, dammit. Oh Gott! Halt den auch noch! Ja, und Verwirrung und klappt nicht mal, ne? Ja, nee, also. Ja. Holy shit! Ja, Shigi ist halt jetzt schon sehr lost gerade, ne? So alleine. Aber ja, ich bin sicher bis zum Ende, weil ich mache auf keinen Fall. Ja, eine Runde Schutzschild könnte ich machen, aber mit was für einem Sinn so eine Runde länger überleben. Ist halt dann auch Zeitverschwendung, lassen wir. Hey, lol. Hat Romakur eine. Hey, lol. Da Romakur eine erhöhte. Bio, das wusste ich nicht. Naja. Geil. Ja, okay. Gut, gut, gut. Ja, diese Wartesequenzen zwischendurch, die werde ich wegschneiden. Okay,
fuck, das war der erste Kampf, der war ja erstmal, also, gut, natürlich müssen wir auf jeden Fall noch Rabigato und Aquana spielen, Session, Regeleki, Viscagon, Lapras, Trikefalo und Fuego. Da finde ich gerade aktuell sogar die Kombi Glurak-Rabigato ganz geil. Ja, du mit Rabigato mit Erdbeben. Ach, hättest du jetzt nicht gerade aktuell nicht wie einer gezeigt gerade, ne? Waren irgendwie alle so sehr lost. Sie müssen Aquana mitnehmen. Ob wir gehen auf Felinara? Auch gegen Viscogon? Und Trikefalo halt, ne? Session müssen wir ein bisschen Feuer weghauen. Ja, komm. Ja, dann let's go, ne? Alter. Gut. Also, meine PvP-Skills ist nicht der Burner, wie man gerade schon gesehen hat. Session und Trikefalo. Okay, boy. Das Trikefalo hat vor allem Dings, ne? Hat vor allem Schwebe. Yo, das kühne Schwert von Session ist halt auch nicht so schön. Die Frage ist gerade, wer ist es aktuell wichtiger, den wir töten wollen, ne? Ja, klar, es ist ja Stahl, ne? Stahlfee. Wir machen es auch diesmal. Giga-Feuerflug, wir wollen das Session raus haben. Hier kommt ein Erdbeben raus. Oh, Durchbruch? Ja, Erdbeben, komm. Es sei denn, Trikefalo hat einen Dings. Schwebe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das nicht hat. Jetzt machen wir es auch mal so. Erste Runde Dynamax und gucken, was wir rausmachen. Ja. Also, mal so ehrlich, ne? Das Glurak sieht schon geil aus. Das Giga Dynamax Glurak. Sanktuklinge killt Rabigato nicht, das ist sehr gut. Aber der Giga Feuerflug, der macht Session ganz schön ordentlich heiß. Schön, schön, schön. Dann ist er jetzt gleich tot. Mit dem Erdbeben. Schwebetrikefalo, scheiße. Aber Session ist weg, das ist wichtig. Oh, ein Surfer. Okay, das ist schon ein bisschen belastend. Oh, oh, wow, das war viel durch Gierfeuerflug. Ja, wir haben hier mit Aquana, Schutzschild, Eisstrahl, Spukball und Hydropumpe. Lippen hat zwar überhaupt so, was eigentlich auch gar nicht so kacke ist, ne? Und wir können euch für die Nachricht eben schon hatten. Wäre sogar ganz geil mit Mondgewalt gerade. Oder auch vom Sternschau, wenn er jetzt noch ein anderes Drachenpokémon einsetzt, ne? Komm, gehen auf Aquana, weil vorher nachher mit Felinara jetzt das dann und Glurak das killen. Regeleki, nein. Oh nein, oh nein, oh nein! Das war. Aquana war jetzt in dem Fall sogar sehr dumm. Machen Schutzschild mit Aquana auf jeden Fall. Wir machen Giga Feuerflug, dass Regeleki auch. Trikefalo ist aktuell gar nicht so wichtig für uns. Wir haben gleich noch Felinara am Ende. Wir haben noch einen Felinara. Das müsste eigentlich gut gewartet, dass Trikefalo ganz ordentlich wegreißt. Oh, Regeleki wird Dynamax. Und Regeleki ist safe schneller als Glurak. Das ist ein sehr, sehr schnelles Pokémon. Aber der Giga-Funkflug, den würde ich gerne noch mitnehmen. So ist natürlich auch jedenfalls
Rabigato schon verloren habe gegen das Regieleki, aber wir gucken mal, was Glurak gleich macht. Dina Gewitter? Ach, lol, der geht sogar komplett nur auf Aquana. Ich hätte es gedacht, dass er irgendwie was macht, das, um das Glurak zu töten. Muss ich ehrlicherweise sagen. Okay. Dann hauen wir jetzt gleich mal das Regifalo weg, ne? Glurak wird auf Regieleki wieder gehen. Regieleki wird wegfallen. Und Aquana haben wir einen Eisstahl drauf. Müsste ja eigentlich ganz gut jetzt reinhauen. Ja, der Gewitter wird. Oh, der geht auf Glurak. Okay, das. Ich hab gedacht, der geht auf Aquana wieder. Das ist. Okay, das. Dammit. Okay, ich muss ein bisschen voraus sein, das spielen. Das war ja fast gar nichts. Dafür bist du jetzt aber gerippt, Shikefalu. Nein! Aber der hat Feuerflug. Ich würde sagen, wenn er jetzt auch nicht stirbt, ne? Jetzt kommt Felinara. Und was hat er noch? So, das Evolutionsteam jetzt. Let's go! Oh, Gudra! Viscogon. So, mein Ziel wäre natürlich schon, das Gudra erstmal rauszuziehen gerade. Ich denke, der wird jetzt safe auf Aquana gehen, ne? Der will Aquana jetzt raushauen, da bin ich relativ fest von überzeugt sogar. Oder? Will der das Aquana mit Regieleki raushauen? Er will Felinara besiegen, weil Felinara seinen Viscogon betötet, ne? Wir machen mit beiden ein Schutzschild. Um seine Dynamax wegzumachen. Regieleki kriegt nochmal Schaden. Gut, was jetzt. Ja, da sehen wir auch schon mal, dass Gudra war schneller als Aquana und als Felinara. Alter, Aquana ist schneller als Felinara. Holy shit. Na, er kriegt Schaden durch den Funkflug gleich noch. Dina Gewitter wird auf keinen Fall killen, nicht mit Schutzschild. Das heißt, er muss gleich nochmal. Hätte ich gerne einen Ruckzuck geben, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich gerne einen Ruckzuck geben. Jetzt hätte ich gerne einen Ruckzuck geben. Also, die Sache ist die. Mit Sternschauer könnten wir doch jetzt eigentlich Regieleki besiegen. Und Gudra auch nicht Schaden machen. Ist eine Feenattacke, ne? Ganz wichtig. So, Aquana ist langsamer als Regieleki. Das heißt, die einzige Möglichkeit, eine Runde zu überleben, wir müssen Glück haben mit Schutzschild. Weil Aquana wird eh sterben. Wir haben Ruckzuck, wir können da nichts machen aktuell. Ich mache Schutzschild, riskier's. Wenn er es fehlschlägt, dann ist es eh vorbei. Das ist fehlgeschlagen für ihn. Und Aquana? Auch fehlgeschlagen. Das Blitzgefängnis, okay. Und der geht halt voll auf Aquana. Schade. Das habe ich jetzt nicht erwartet, wie ich ehrlich bin. Okay, oh, Gudra auf Half-Life. Oh mein Gott. Nice. Und Regieleki ist weg. Der Sternschauer, der hat reingehauen gerade. Das Gute ist, Gudra kann nur eins besiegen. Ne? Also Mutgewalt wieder nicht standhalten und auch den Akku in dem Eisstrahl wieder nicht standhalten. Wir machen ein Erdbeben. Felinara überlebt das. Aquana, du hast gut gekämpft. Hast du wirklich gut gemacht. Nice! Ist jetzt daneben. Das wäre jetzt so uff. Oder nicht getötet, nur ein KP im Leben oder so. Das wäre jetzt so belastend, ey. Alter. Nice! Gut, okay. Ein Niederlage, ein Sieg. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Das war ein guter Kampf. Fuck. Ich wollte das Team eigentlich wechseln. gut, dann machen wir das jetzt so. Machen jetzt hier noch einen Kampf mit. Gegen Stalobor, Regirock, Gottrom, Primarene, Demeteros und Despoter.
Okay, der wird halt safe mit Despoter starten wegen Sandsturm, ne? Wir starten in dem Fall aber auch wieder mit Glurak und Rabigator. Rabigator mit Erdbeben. Der kann in dem Fall so jedes Pokémon treffen von dem Gegner. Und sogar drei sehr effektiv, ne? Charlobor, Regi, Bock und Despoter. Wir nehmen mal einfach mal Just for the Lols Galagladi mit. Fana. Eigentlich müssen wir Shiki nochmal, ne? Weil wir haben eben. Ja, komm. Just for Lols nehmen wir Shiki noch ein zweites Mal mit. Einfach nur. Ja. Oh Gott. Ja, ich wollte ja eigentlich das Team wechseln. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Sag ich doch, Despotag und als erstes war es war so. Und trotzdem gehe ich in Glurak rein, das war irgendwie auch nicht so schlau von mir, oder? Also eigentlich mal Weird of Wild wirklich schlau mit Glurak reinzugehen, ne? Und ich wusste, dass Despotag kommt. Das Gute ist, er wird halt nicht auf Rabigator gehen in dem Moment. Also ich könnte natürlich. Dynamax mit Glurak mache ich diesen Moment. Ich gehe auf den Flammenwurf Rabigator, wir gucken, was wir machen können. Erdbeben und versuchen alles mal zu treffen. Damit Salobor safe wird rausfallen. Steinhagel wird aber auch Glurak. Der hätte ihn echt geone-shottet, wenn Fokus noch nicht hier gewesen wäre. Oh. Ja, FIFA effektiv, ne? Rabigator, Erdbeben, komm los. Hat keine Wirkung auf das. Wieso hat das keine. Hat der hier einen Luftballon, der Dreckige? Oh mein Gott. Pferdestärke. Rabigator verfehlt. Oh, Sandsturm. Ich hab den Sandsturm vergessen. Oh Gott, dammit. Wir gehen jetzt auf Shiki. Wir haben Schutzschild. Und Regentanz vor allem. So quasi so ein kleines Shiki und so fettes Despoter. Wir machen erstmal Safe Schutzschild gleich. Ja, der wird mit Primarena halt safe auf Rabigator gehen. Ich glaube, Erdbeben hat keinen Sinn auf Despoter. Dann gehen wir auf Durchbruch und treffen ihn FIFA effektiv. Ich würde gerne Despoter rausnehmen, das wäre so schon mein. Wen haben wir denn gleich noch? Das war unser viertes Pokémon, ich vergessen. Galagladi könnte euch auch. Eigentlich wäre wichtig, wenn. Primarena wegfällt, ne? Ich mach es trotzdem so, weil das wurde gar nicht vielleicht die treffen gerade aktuell. Mit Navigator. Hätte Aquarelle auf ihn machen sollen. Luftbong ist geplatzt, ist sogar sehr gut. Könnte ja echt nochmal Erdbeben machen, wenn ich noch überlebe. Mondgewalt. Oh, Rabigator, überlebst du die? Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, das war dann. Schick ist zurückgeschreckt. Ich hasse dich, Alter. Alter, weißt du. Dann schreckt der auch noch zurück. Also hätte er mal ein bisschen Schaden machen können, dann. Oh Gott. Ich hätte gerne auf Regners gemacht, aber es wäre dumm für Primarena, ne? Also, für ihn wäre es gut, für mich wäre es schlecht. Wir müssen es offensiv versuchen gehen, ne? Ja, sollen wir vorher das Butter rausnehmen? Galagladi müsste schneller sein als das Butter, oder? Das ist nicht schneller? Du kleinen. Oh, ich hätte mich deine wechseln sollen eigentlich, ne? Fällt mir gerade mal so ein.
Okay, die Runde hat einfach so gar nichts gemacht. Wir gehen wieder auf den Meteorologen auf. Wir gehen auf eine Dynamax jetzt. Ja, wir müssen halt einwechseln jetzt eigentlich, ne? Bevor die Runde eigentlich schon. Oh, zurückgerufen? Fuck. Ich hätte das verdicken können. Ah, ist dann nur zur Verteidigung, okay. Ja, in dem Fall, ich hatte keine Ahnung, ich musste ja gerade jetzt in dem Moment, weil was soll ich sonst machen gerade, ne? Vielleicht kann Galadriel ein bisschen zeigen, was es kann. Oh, ihr Dynamax Primarena. Okay. Habe ich jetzt auch nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, also Rangkämpfe sind für mich auch was völlig Neues, ne? Also bitte, ne? Ja, na, nicht verurteilen, bitte, danke. Ich bin totaler Noob. Wenig Schaden das war. Oh nein, wenig Schaden das war. Mein Gott, wenig Schaden das war. Der Dino-Zauber, der macht ordentlich Schaden jetzt. Das Problem ist, ich müsste eigentlich auf Primarena gehen. Volltreffer natürlich. Ja, nee, ist klar. Der Volltreffer auch noch, ne? Hätte er sein müssen. Komm, ich mach wenigstens noch, dass ich, Das hat auch keinen Sinn, jetzt auf Meteorologe zu gehen, auf Schutz zu gehen eigentlich, ne? Aber die Lore hat auch keinen Sinn. Ja, komm, egal. Man muss aber mich vielleicht angreifen gleich nochmal. Ja, Flora macht mehr Schaden. Dann hauen wir das. Ich versuche das Primarena wegzuhauen. Das wäre noch unser Ziel jetzt noch. Komm. Ja, die Taktik da hat eben nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle, wenn ich ehrlich. Ja, Graswurzel natürlich, bis er dran ist. Ja, wir müssen nochmal die Runde überleben. Schon ist weg. Oh, sehr schön. Jetzt habe ich noch voll die Chance, was zu reißen hier. Ja, man könnte natürlich auch sagen, man gibt auf, aber das finde ich halt auch doof. Komm, ich kampf zu Ende, let's go. Aufgeben ist halt so. Ist ja irgendwie nicht befriedigend, ne? Oder? Zu sagen, so, komm, wir gehen mal auf. Befriedigung ist was anderes, oder? Ich. Aber egal. Ja, okay, war. Und das ist unser zweites Team. Akani, Turtok, Electro, Togepi, Evoli und Mewtwo. Gegen Turtok, Bisaflora, Glurak, Lucario, Durengrad und Solgaleo. Okay, da wäre natürlich jetzt ein anderes Team mit Rabigrautor und Glurak am Anfang echt gut gewesen sogar, ne? Würde, glaube ich, ganz gerne mit Evoli leaden.
starten mit Evoli und Akani. Akani würde ich, glaube ich, auf Dauer gerne behalten für später. Weil er kann bis auf Turtok eigentlich alles treffen. Machen wir mit Evoli und Turtok. Akani und Belektro dabei. Jetzt zeige ich euch mal ein geiles Evoli. Hoffe ich, dass das klappt, wie ich mir das vorstelle gerade. In meinem Gehirn hat es geklappt. Gegen Ice Swifty! Ice Swifty. So. Blastoise und Solgaleo. Okay, das Shiny Solgaleo sieht schon sick aus. Das ist mal Real Talk. Ich schicke auch Blastoise. Und Evo. So, Evoli hat zwei Attacken. Schuss und Zuflucht. Zuflucht, eine 140er Step Move mit dem Wesen, das ist Anpassung, dass die Attacke noch stärker wird. Und das wird gleich reinhauen, das wird richtig reinhauen. Wir machen Schutzschild erste Runde, können wir dann erst einsetzen, die Zuflucht. Gehen wir das vielleicht auf eine Hydropumpe auf Solgaleo. Oh, let's go. Okay, Dynamax auf jeden Fall nicht, was schon mal extrem gut ist. Eine Aurasphäre. Boy. Habe ich gesehen, eine naturgelernte Aurasphäre ist ganz geil sogar. Aber die Hydro-Pumpe, die macht jetzt. Ein Volltreffer war das? Eine Zitrobeere. Okay, so. Ist Evoli schneller als Turtok? Okay, was frage ich? Obwohl, der hat einen Evoliten noch, ne? Ich frage, hier kommt jetzt ein Solarstrahl, ne? Gehen wir auf Akani? Eigentlich nicht, ne? Boah, das wäre an sich jetzt geil, ne? Ja, Eva, müssen wir Turtok, glaube ich. Ja, das ist schlau, jetzt Turtok abzuwerfen. Hier ist noch ordentlich Schaden auf Solgaleo. Jetzt gucken wir gleich mal, was Evoli. Geht der nicht mal voll? So, hat Evoli jetzt in Zuflucht. Jetzt hau rauf. Komm, Evoli. Nur Half-Life. Aber es ist aber auch ein Turtok. Machen wir genauso weiter. Er muss jetzt eigentlich das Turtok wegknallen und mit seinem Turtok. Eigentlich muss er mit seinem Turtok mein Turtok wegknallen. Und Solgaleo muss ja dann auf Evoli gehen. Ist das schon machen sollen, ne? War ja klar, dass er auch was für ihn macht. Eigentlich war es eigentlich was klar. Oh mein Gott, war das dumm von mir. Das war halt wirklich nicht so staune. Und hier, du killst Solgaleo. Nice. In your face. Und Evoli, du knallst jetzt Turtok weg. Ja. Geil gemacht. Geil gemacht, Evoli. Evo. Das Venusaur. Das Wichtige ist, dass Turtok weg ist, ne? Das ist das Allerwichtigste gerade, weil wir Akani gleich noch haben. Actually, was ist. Wir haben Akani. Akani ist gegen beide gut, aber wir haben halt noch Belektro. Belektro ist, glaube ich, sinnvoller, wenn ich den gegen Lucario kämpfen lasse. Mach mal kurz Schutzschild, gucken, was kommt. Ja, Dynamax dich, ne? Ja, Dynamax dich. Macht safe eine Dynamax. Ich würde, glaube ich, auf Lucario machen, die Dynamax, bin ich ehrlich. Jetzt gehen wir auf Venusaur. Der Dynamax nicht. Backenwelle killt er immer noch nicht. Das killt. Das ist klar.
Das Evoli ist krass auf Defense gepusht und was man schon sieht, Evoli das Set. Guck mal, wie viel es aussieht. Eine Vakuumwelle von Lucario noch, ne? Und ja, halfschottet wieder das Venusaur, ne? Er ist schneller von den beiden. Bei weitem Elektro. Wir gehen auf Elektro. Theoretisch würde Evoli halt mit Zufuhr Venusaur wieder weg. Warte mal kurz. Wir ab noch mal eine Runde. Um Elektro noch mal eine Runde Zeit zu geben, Lucario zu killen vorher. Oh ja, dein Wechsel, Lucario. Das muss Lucario sein. Ja, Freundschaftsball. Das ist Lucario. Was? Der Dynamax jetzt noch das Bisaflor? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hofft er da irgendwie. Das ist trotzdem schneller als Belektro. Alter, Belektro, ich dachte, du bist schnell. WTF. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du das. Ja, das Pokal ist trotzdem gewonshottet. Ja, das Problem ist, Xaflor, Elektro schneller wie du. Ein Diener Erdstoß. Ah, deswegen, okay. Okay, es war ein Erdbeben, ne? Weil das ein Erdbeben war, das wollte er nicht machen, weil er dann Lucario getötet hätte, der sowieso jetzt tot war. Okay, dann verstehe ich die Dynamax. Okay, aber Elektro hat Lucario rausgehauen, ist okay. Und dann können wir jetzt nochmal schnell gewiss nochmal unser geiles Akani raushauen. Und bitte. Das Problem ist für ihn, er kann nicht beide raushauen jetzt in der Runde. Ist das sinnvoll, die Leine Brand zu machen? Der kann Solarstahl zwar. Wo kann er ist, ist er eh egal, weil der Dynamax ist, aber. Ja. Natürlich Dynamax ist natürlich jetzt auch. Ne, weil das Akani soll jetzt mal das bis davor weghauen. Ja, wie schon gesagt, Akani mit sehr vielen verschiedenen physischen Attacken. Ne? Physisch spiele ich ihn ganz natürlich. Und ihn Hauptsache auf viele verschiedene Pokémon treffen können. Mit Knuddler, Knirscher, Flammenblitz. Also, die Erdstoß überlebt er, oder? Was mir gerade auffällt, wir haben mit Evoli. Oh fuck. Ja, du machst jetzt immer noch Schaden, oder? Wir hätten, glaube ich, nur noch zweimal Zufuhr gehabt mit Evoli. Glaube ich nur noch. War einmal nur noch? Ich weiß nicht ganz genau. Das heißt, da in dem Schnitt deswegen Zufuhr ganz böse enden können. Aber gut. Ey, habt ihr jetzt gesehen, wie geil ein Evoli sein kann? Ich habe erst überlegt, gesagt, ob ich da noch Bissel oder Kirsche dazu nehme bei Evoli. Ne, um noch eine physische Attacke zu haben. Dann dauert natürlich zu viel länger, aber du hast natürlich auch gerade zum Ende hin dann noch mehr Attacken, die du einsetzen kannst. Ne? So, jetzt spielen wir gegen, okay, wir gegen Kurelei, Porygon 2, Mimikma, Electragon, Gortrom und Endyna los. Wir müssen Togepi und Evoli, Togepi und Mewtwo mitnehmen. Ich finde, Evoli hat, habe ich gezeigt, was es kann. Das ist auf jeden Fall raus aus dem jetzigen nächsten Kampf auf jeden Fall. Togepi und Electro, sollen die beiden mal liegen? Und dann Akani und Mewtwo mitnehmen, weil Mewtwo müssen wir eh mitnehmen. Ich frage jetzt eher Akani oder Turtok. Ich denke aber Akani wäre sinnvoller, oder? Oh, ist noch fun, ne? Wir haben einen Sieg schon rausgeholt mit dem Team. Ja, jetzt gegen Aether. Aether Single, ja was? Nu.
Okay, den. In Dynas und Porygon 2. Ich könnte Knuddler mit Belektro, ne? Also Togepi mit Gainer zum Einschläfern am besten. Spotlight, damit Hilfe Belektro nicht getroffen wird. Antigraf wegen der Fähigkeit, weil die Werte erhöht, da das Schnitt mehr erhöht werden. Und Schutzschild halt. Der wird sein Porygon zum. Der wird Togepi nicht angreifen, oder? Also ich würde, wenn ich eher wäre, Togepi nicht angreifen. Hatte ich nicht. Ah ne, Knuddler hatte ich auch auf Dings, ne? Ich hatte Knuddler auf Akani, dammit. Der schnell. Natürlich eine Vergiftung, Alter. Alter, ich hasse das Spiel, ne? Alter, wie assi ist das denn, dass er eine Vergiftung raushaut noch? Oder will er Zef. Oder will das Togepi. Okay. Der wollte das Togepi 100% weg haben. Okay. Okay, nice to know. Wir gehen jetzt mal direkt auf Mewtwo. Wir müssen das in Dynalos weg haben. Was Porygon auch noch angreift. Wir gehen auch direkt auf eine Dynamax mit Mewtwo. Aber Mewtwo dann mit Psychostoß, Aurasphäre, Genesung, Antikraft. Was er macht, ne? Das ist die große Frage. Ja, du gibst halt echt schade, dass er so schnell weg ist. Dass Togepi so schnell weg ist, ne? Das ist. Aber der wollte es ja weghaben. Das war, ne? War manchmal eine Vergiftung, ne? Er ist eh nachgeschoben, aber. Ja, hat gedoppelt halt, ne? Und. Ja. Zum Mewtwo. Der geht in den Delegator. Oh, bitte sei Belektro sei schneller. Sehr gut. Dann ist der Delegator weg. So, und dann macht Mewtwo ihn weg. Die Runde hast du gewastet, Boy. Zu 100%. Das Pokémon mit Triplette wird nicht krass viel machen. Was kann es sonst für Attacken gerade aktuell? Eine Mysto-Welle. Das ist ja nicht stark. Ja, notfalls wechsle ich den nochmal aus. Kein Ding. Ich kann immer, notfalls immer auch nochmal noch Genesung, also. Ah, und ich kann noch einmal auswechseln, ich habe nur Arcane in der Hand. Mimikma! Er hat es effektiv treffen, deswegen mache ich das so. Ich möchte trotzdem gerne. Ja, wenn der Mewtwo, wenn ich das spammt, wäre das richtig kacke, ne? Ja. Wenn er jetzt Mewtwo spammen würde, wäre das echt nicht so gut. Wenn die Mewtwo jetzt hat schon minus 2 Angriff, oder Spezialangriff. Aber ich glaube, ihr vergisst gerade, du hast aufgrund des Mewtwo's, was da steht, so ein bisschen das Belektro. Wen Dynamaximierst du? Wenn es Porygon ist, wäre das schon sehr cool, weil der wird die Dynamax nicht überleben. Oh, Mimikma, okay. Wo machst du hier Gigaschattenstoß? Das kann für Mewtwo auch sehr böse werden. So, Belektro, hau das Polygon schon mal ordentlich rein. Wenig Sch. Oh mein Gott.
280 Schaden. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war... Lass uns. Dann machen wir gleich Dina Wall, um eine Runde Dina von seinem Enigma zu stallen. Okay, das... Der macht halt weiter natürlich Schaden jetzt, ne? Angriff über Elektro ist ganz geil, dass es steigt. Donnerwelle, okay. Wir machen eine Dina Wall auf jeden Fall. Und hier. Ja, der Schmutz hat kaum Schaden gemacht, ne? Erstmal Real Talk. Wir können auf eine Verbindung hoffen, so ein bisschen. Ja, Mimikma ist aktuell mit deinem. Ist paralysiert. Ist nicht dein Ernst, oder? Weißt du? Ich habe auch ein Pech. So, GP wird vergiftet. Ja, er ist paralysiert und greift dann nicht an. Also. Ja, ich hätte gerne noch eine Runde die deine gestallt von seinem Mimikma. Ein Quit. Hätte nicht gemattert, wäre egal. Also. Ja, also man muss auch was sagen, klar, bei Endynos war der krass, aber bei Porygon der Schaden. Okay, dann gehen wir jetzt auf Mimikma. Das Porygon lasse ich mal kurz links liegen. Auch in der Donnerwelle spammen kann. Das ist mir gerade der Genesung. Wir machen Flammenblitz und Stromstoß jetzt auf Mimikma. Was der ist der noch. Ja klar, das Problem spielen mit Genesung natürlich, aber. Oh Gott damn it. Scheiße, ich hab kurz den Sprung vergessen. Oh nein. Ich hab's vergessen. Okay, war ordentlicher Schaden. Ich muss sagen, er doppelt halt auch ganz gut und er macht das. Ja, das ist gut gemacht. Ja, bei Elektro ist alleine gegen 3 im Endeffekt. Mehr schneller, weil es ein Polygon ist, was ich für gar keinen Schaden mache. Ja, ja, wir können das Mimika noch rausnehmen. Das werden wir auch noch rausnehmen jetzt. Dass wir jetzt mit 2 gekillt haben. War es einfach so dumm, weil ich auf Dings gegangen bin? Weil ich auf. In die Nuss gegangen bin. Hätte ich, aber selbst da, ich hätte mich da auf Polygon. Das war ja kaum Schaden von YouTube auf Polygon, ne? Der von 105 KP. Ja, klar, okay, Elektragon, ja gut. Vielleicht können wir den noch rausnehmen, ich bin schneller. Schaufler, vielleicht zum One-Shot. Vielleicht, mal gucken. Bitte. Also, wir sind, also noch eins aussehen, das Oh, schade. Schade. Ja, das ist egal, welche Attacke jetzt macht, das ist halt jetzt bei der Elektrode. Schade, Schokolade. Ja. Auch verloren. Damit. Ja,
Das waren meine ersten Rangkämpfe dieser Season, nenne ich es einfach mal, wie ja immer jeden Monat läuft. mehr oder weniger waren okay. Also, jetzt Eva, kommt ihr jetzt aber ins Spiel. Nochmal einmal zum Ende hin. Wenn ihr irgendwelche Teamideen habt, die ich nutzen soll, oder auch Einzel-Pokémon, ihr sagt, okay, kann ihm das Pokémon, baut doch mal ein Team auf, macht was daraus, zeigt mir, was man daraus machen kann, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke jetzt, dass ich das immer mal wieder laufe oder wieder mache. Ich werde auch zwischendurch auch Rangkämpfe machen, auch offscreen. Dass dann auch vielleicht die Gegner immer ein bisschen besser werden, auch wenn jetzt die schon also für mein Verhältnis, wie gut ich bin halt. Aber wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was oder Verbesserungsvorschläge, wo ich anders reagieren können, wo ich vielleicht auch falsch reagiert, wo ich das und das machen können. Naja, natürlich, ja, wir sind natürlich auch dieses, wo man, wo ihr sagt, okay, macht da und daraus ein Team. Ja, guckt das und das Pokémon an. Oder denkt auch stärkstes Pokémon und vielleicht auch mit Attacken, wie ihr es handhabt schon, mit Wesen, was auch immer, und dann macht das, nutzt das Team, macht damit was. Und dann machen wir jetzt immer mal wieder ein paar Rangkämpfe, ne? Damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Bei Pokémon Schild in dem Fall. Rangkämpfe und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüdelü!